Wir haben in der RS66 ein neues Update von der Technik und dem Licht verpasst. Das heisst, unsere RS66 kann jetzt sämtliche Lichtschaltungen, die die SBB auch hat, also die Maschine mit der viereckigen Lampe, die Scheinwerfer hat, die kann Scheinwerfer schalten. Wir haben ein Führerstandslicht drin, wir haben Maschinenraumbeleuchtung drin. Wir können hinten einmal weiß oder einmal rot schalten, also effektiv alles, was es braucht. Wir können Doppeltraktionbeleuchtung schalten. Das ist einerseits, dass die Locken gegeneinander nichts haben, gegen die Wege hinten einmal weiß und gegen vorne dreimal weiß. Im Neuen haben wir die 460 SRK angekündigt. Die ist ja 4 Jahre unterwegs, die ist noch bis 17, bis im Mai 17 ist die unterwegs. Die gibt es mittlerweile schon in 2 Versionen. Zuerst ist sie mit der Version umgefahren mit einem Jubiläumskleber. Und jetzt fährt sie im 14. und im 15. ohne Jubiläumskleber rum. Und wir wissen, dass es im 16. nochmal eine Überraschung gibt bei den SRK. Es gibt 3 Versionen und Haag wird alle 3 Versionen machen. Bei der RS6 gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich ein bisschen zu spezialisieren, wenn man irgendwo wohnt und zufälligerweise den Ort, die Nummer hat, dann kann man das jetzt bestellen. Ja, Sie sprechen etwas Wichtiges an. Wir haben im Fachhandel und im Homepage und überall verbreitet, dass wir eine Wiederauflage machen von sämtlichen RS66, die es schon mal gegeben hat. In erster Linie, bis am 28. Februar kann man sich bei einem Händler so eine Locke bestellen. Das sind rund 69 verschiedene Varianten. Wir werden aber ganz sicher noch weitere Varianten bringen. Was sicher ist, dass wir die RS66 Ottmarsinger noch werden bringen, weil ich selber bin ein gebürtiger Ottmarsinger. Wo wir da waren im 2014 an der Messe, haben sie gesagt, sie seien dran, alles zu übernehmen, alles zu inventarisieren. Da haben sie gesagt, sie seien auf einem guten Weg. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf 2014, wie ist das für Sie verlaufen? Ja, auf einem guten Weg waren wir sicher im 14. Aber wir konnten sicher nicht alles können mittlerweile so bereinigen. Wir haben die alten Baustellen, die wir waren, zum Teil können abbauen, aber zum Teil wird es sicher noch seine Zeit brauchen. Wir haben ebenfalls mit den ganzen Ersatzteillistenerfassungen, mit den Stücklistenerfassungen pro Modell sind wir dran. Und das wird natürlich einen unglaublichen administrativen Aufwand geben, weiterhin. Wir haben aber sonst von unseren Planzahlen haben wir sehr erfreulich können schaffen. Wir sind deutlich über unseren Planzahlen gewesen, darum haben wir die Planzahlen für das 15. entsprechend ehrgeizig höher gesetzt. Die sogenannte Euro-Krise, oder? Sie haben gesagt, der deutsche Markt sei ein wichtiger Markt für euch. Haben Sie das Gefühl, das beeinflusst das Wachstum der Firma? Ja, es ist so, Tag hat ja jetzt keine Euro-Liste mehr. Und ich bin ja eigentlich froh, dass wir keine Euro-Preisliste rausgegeben haben Anfang Januar. Sonst hätten wir natürlich jetzt ein Problem. Es ist natürlich schon so, wir können das nicht alleine auffangen und wir haben praktisch keine Möglichkeit, jetzt für einen Export spezielle Rabatte zu geben. Wir möchten auch nicht, dass wir ins Ausland günstiger verkaufen, damit die Locken über das Ausland wieder den Weg zurückfinden und unsere Schweizer Händler durch das einen Nachteil haben. Es ist halt so, dass im Moment wirklich halt eine Haglocke bis zu 100 Franken mehr kostet. Aber ich denke, man wird es sehen in der nächsten Zeit, wo sich der Euro definitiv dann einpendeln wird. Ich selber bin optimistisch, dass es um 1.10 Franken herum wird sein. Und das heisst, dass eine Haglocke schlussendlich dann noch 50 Franken teurer ist im Ausland als in der Schweiz. Mikro.